Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und ich habe wieder Bock auf eine Runde mit dem Euro Truck Simulator durch die Gegend zu schippern. So, wir haben mittlerweile 63.878 Euro uns angefahren und ich schau mal, ob ich heute vielleicht auf die 70.000 Euro komme. Preis absteigend, ja, sehr, sehr gut. 6.615 Euro. Hamburg, nee, Hannover nach Erfurt. Das klingt sehr gut. Machen wir. Da kommen wir zumindest unserem Ziel ein gutes Stück näher. Ja. Schauen wir mal, was uns hier so Schönes erwartet. Gut. Ich muss hier erstmal wieder warm werden. Ich habe es mal wieder natürlich ein paar Tage lang nicht gespielt. Sehr schön, habe erstmal den Blinker reingetan, fahre erstmal rückwärts. Alles logisch. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Und schauen mal, dass wir möglichst rasch nach Erfurt kommen. So, wo muss ich hin? Vielleicht darüber. Vielleicht jetzt nicht gerade in die ganzen Autos hier rein donnern. Das wäre ungeschickt. Darf ich hier nicht raus? Nein, scheinbar nicht. Ich bin hier falsch. Oh Gott, ich habe mich verfahren. Es ist, ich gerade mal 2 Minuten gespielt und schon hier die erste Katastrophe. Kann ich da drehen? Platz genug? Ja. Scheinbar schon. Ja, sag mal. Ich bin hier völlig in die falsche Richtung gefahren. Ja, so lerne ich hier diesen Steinbruch zumindest auch mal schön kennen. Das hat auch sein Gutes. Oh Mann, ich habe Spaß. Spaß mit mir selbst. Ne! Ich drehe gleich völlig durch. Ich drehe echt gleich völlig durch. Ohne Scheiß. Wo muss ich denn hin? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch verarschen. Und da komme ich doch gerade. Jetzt mal langsam. Jetzt muss ich hier hochfahren. Das scheint ja noch zu stimmen. So. Das scheint ja noch zu stimmen. Rumfahren. Kann ich mir ja kaum vorstellen. So. Na, ich werde ja wohl hoffentlich noch aus dem Steinbruch rausfinden. Das wäre eine gute Grundvoraussetzung, um überhaupt mal weiterzukommen. Aber ich glaube, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Ich habe das Labyrinth bezwungen. Ja, sehr schön. Da ist die Schranke oben und wir sind frei. Na perfekt, so lobe ich mir das. So. Nix wie weg. Erfurt, ich komme. Da schauen wir mal schnell, dass wir möglichst zackig hier auf die Schnellstraße kommen. Da kann ich nämlich mich viel besser konzentrieren und mit dem Laberteil anfangen.
So. Ja, jetzt noch das kurze Stück zur Autobahn und dann sind wir ja förmlich schon fast da. Es sind ja nur 5 Stunden virtuelle Spielzeit. Das geht. Das kann man schaffen, wenn man will. Ja, ich hatte mir vorgenommen, heute ein bisschen zu erzählen über meine Fernsehwoche, denn in der vergangenen Woche war ja trotz Corona einiges los und vielleicht wegen Corona schaut man ja irgendwie mehr fern, also mir geht es zumindest so. Tatsächlich endeten ja 2 Formate und über beide würde ich gerne ein bisschen labern und meine Eindrücke mit euch teilen. Und dann können wir ja sehen, ob euch das so gefällt oder nicht. So. Und jetzt sind wir zumindest mal auf der Schnellstraße und damit dann ja auch schon. Gesprächsbereit. So, jetzt noch schnell den Tempomaten triggern. So, meine Lieben. Ja, mein Thema für heute, Promis unter Palmen. Habe ich tatsächlich geguckt, die komplette Staffel. Und ich fand's, wie es sich für Trash-TV halt auch gehört, angemessen. Ja, es war natürlich schon, also wirklich speziell hier und da. Aber ich fand ja schon allein die Konstellation der Kandidaten wirklich bemerkenswert. Also es fängt ja alles damit an, dass, vielleicht gehen wir es ja gerade mal ganz kurz durch. Also Bastian Jotta. Ja klar, leck mich doch am Arsch. Jetzt geht's schon los. 760 € muss ich schon abdrücken. Boah, wie konnte ich eigentlich mich derartig im Tempo vertun, frage ich mich auch gerade. Also gut, okay. Der Bastian Jotta, ja, der ist ja doch durchaus eine streitbare Persönlichkeit. Und ich muss zugeben, obwohl er jetzt gewonnen hat, hatte ich ein paar kleinere Probleme mit ihm. Und zwar, zum einen war es ja so, am Anfang dieser Staffel hielt ich ihn ja noch so für halbwegs sympathisch. Also er hatte so ein paar Sachen gesagt und sich zu so ein paar Themen geäußert, wo ich noch dachte, ja, okay, geht. Mensch, der Jota. Ich hatte den ja in der Vergangenheit schon hier und da mal gesehen und war jetzt nicht so begeistert. Aber ich muss sagen, in dieser Ausgabe fand ich ihn anfänglich wirklich vernünftig. Also mit einer der vernünftigsten überhaupt. Im ganzen Camp wollte ich schon sagen. Ja, also auf jeden Fall war ich ziemlich ja, pro Jota lange Zeit. Aber muss dann auch zugeben, je länger das Ganze ging, umso schlimmer fand ich es. Ich weiß nicht warum, aber irgendwann ging er mir dann wirklich auf den Keks. Also wie er versucht hat, da so ein bisschen die Leute zu manipulieren ja, das fand ich halt alles nicht ganz so super. Herzinfarkt, sehe ich schon. Muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Ich habe hier wieder eine Ausfahrt und ihr wisst ja, wie ich so drauf bin. Bin ich durchaus in der Lage, die Ausfahrt zu verpassen oder einfach mal hier auf so eine Leitplanke drauf zu fahren, so wie eben geschehen. So, dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall blinken. Das wäre halt voll schön. Man würde mich auch in den Verkehr einfädeln lassen. Dann geben wir mal Gas. Ja, der Jota, also anfänglich, wie gesagt, total sympathisch. Zum Schluss hin wird es dann immer schlimmer. Also diese Manipulationsversuche, auch die Versuche des Team, beziehungsweise den Wahlverlauf so ein bisschen zu beeinträchtigen, fand ich uncool. Und
Ja, ist mir einfach auch sonst so ein bisschen negativ aufgefallen. Ja, also natürlich gab es dann auch diese ganze Aktion in Richtung Oberts und so. Das fand ich jetzt auch nicht so toll. Also kurzum, ich hatte so ein paar Probleme mit ihm. Aber gut, im Endeffekt, er war auf jeden Fall der größte Sportler im Camp und nachdem dieses Finalspiel ja dann doch irgendwie sehr in seine Richtung ging, ja, also ich unterstelle jetzt da keine Absicht, aber es hat ihm natürlich schon geholfen so. Also er hat halt einfach das kompletteste Paket gehabt. Ja, schade fand ich es ein bisschen um Carina Spack, dass die am vorletzten Tag ausgeschieden ist. Ihr hätte ich ehrlicherweise schon zugetraut, dass sie da ein bisschen eine größere Rolle auch im Finalspiel hätte spielen können. Von der Sportlichkeit her eigentlich jetzt gereicht, auch von der Intelligenz und von allem her. Sie war ja auch sie, lange Zeit sehr sympathisch, sehr nett, sehr neutral. Aber ich befürchte, dass dieses ganze Miteinander im Camp ihr nicht gut getan hat. Also sie wurde ja dann doch irgendwie gegenüber der Oberts dann doch sehr, sehr biestig. Ja, das hatte ja schon Züge von Mobbing. Und ja, das war natürlich uncool. Klar, jeder von uns, der das mit angesehen hat, der hat sich dann schon gedacht, boah, das geht irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, was vielleicht die Kameras auch nicht gezeigt haben. Das muss man natürlich immer so ein bisschen relativieren, aber trotzdem, zumindest jetzt auf Basis der Aufnahmen, muss man schon sagen, ja, schwierig. Schon echt schwierig. Ich habe auch gehört, sie hat zwischenzeitlich bei Instagram so ein, zwei Werbekunden verloren. Das tut mir irgendwo dann immer leid, wenn solche Sachen dann passieren. Ja, da geht man in so eine Sendung, um sich zu präsentieren und einfach möglichst gut dazustehen. Und dann, ja, aus welchen Gründen auch immer, passieren solche Sachen. Das ist immer ein bisschen bitter, aber halt auch nicht zu ändern. Ne? So spielt halt das Leben manchmal. Ja gut, also auf jeden Fall, ich hätte es der Carina gegönnt, wenn sie gewonnen hätte. Trotzdem war es natürlich insgesamt ein bisschen ein unglücklicher Auftritt, sage ich jetzt mal. Und dann auch dieses Spiel mit diesem Bällewerfen am vorletzten Tag, da hat sie halt auch wahnsinnig Pech gehabt. Ne? 50 Bälle geworfen, kein einziger ging ins Ziel, in diese Eimer, die man da fangen musste. Ja. Schade, aber irgendwie, ja, irgendwie gerecht. Aber wenn dann auf der anderen Seite dann der Jota gewinnt, dann denkt man sich natürlich auch seinen Teil. Okay, gut, sei es drum. So viel dazu. Dann, was hatten wir noch im Angebot? Natürlich Tobi. Tobi war jetzt natürlich von allen der Anständigste. Also muss man schon sagen, der hatte ja wirklich das Herz am rechten Fleck, hat sich auch nie irgendwie blöd verhalten, also zumindest jetzt vor laufender Kamera nicht. Es gab eigentlich nichts, was man hätte an Tobi kritisieren können. Und tatsächlich, im Gesamtverlauf aller Sendungen hätte ich persönlich jetzt ihm den Sieg am meisten gegönnt. Weil tatsächlich hat er ja auch phasenweise echt gelitten. Und als Zuschauer habe ich das schon so ein bisschen mitgelitten. Also er tat mir halt einfach leid mit seinen ganzen falschen Antworten in den Quizzes, wo es halt um Allgemeinwissen ging. Ja, und das ist halt keine Stärke von ihm. Und tatsächlich ist es überhaupt nicht schlimm, aber manchmal wünschte man sich, man könnte zu jemandem so hingehen und sagen, hey Tobi, hör mal, das ist alles nicht schlimm. Vergiss das mal. Bleib so, wie du bist. Das ist alles total in Ordnung. Aber irgendwie nimmt er sich das wahnsinnig zu Herzen, was ich auch ein Stück weit verstehen kann, weil man vergleicht sich ja dann doch irgendwie immer und in solchen Spielen dann natürlich sowieso und ja. Also es hat mir einfach leid getan und er sollte sich viel weniger Gedanken machen um seine Intelligenz oder um seine Quote bei solchen Spielen. Er hat alles richtig gemacht. Irgendwie auf eine ganz kuriose Art hat er in dieser Sendung trotz vieler falscher Antworten doch das meiste richtig gemacht, von allen Teilnehmern. Und das ist schon eine bemerkenswerte Leistung. So, dann hätten wir da noch die Janine Pink, wenn wir jetzt schon dabei sind. Da möchte ich Folgendes dazu sagen.
Ich finde es unheimlich schade, dass Janine und Tobi nicht mehr zusammen sind. Also irgendwie sind die in meinem Kopf miteinander verdrahtet und immer wenn ich die zusammen sehe, denke ich mir, eigentlich würden die doch echt gut zusammenpassen. Also die Janine, die ist so quirlig und so nett und so auch verständnisvoll und so fürsorglich auch ihm gegenüber gewesen, dass ich schon gedacht hätte, naja, eigentlich könnten die zwei doch nochmal einen Anlauf wagen. Aber wie es halt so ist im Leben, hat wohl irgendwie nicht sollen sein. Kein Mensch weiß warum und wieso. Ich wüsste ja da schon ehrlicherweise auch gern, was da zwischen den beiden schief geht. Da würde man am liebsten auch hingehen und sagen, Leute, was ist denn los? Was passt denn da nicht? Aber auch da wird es sicherlich irgendeinen Grund geben. Ja, zu dem ich auch wahrscheinlich herzlich wenig sagen kann. Fakt ist, Janine hat sich ja auch sehr gut verhalten, finde ich. Also moralisch absolut intakt. Zumindest konnte ich jetzt nichts wirklich Bedenkliches feststellen. Also für mich ja. Ich meine, ich kann jetzt ja eh nicht die Leute moralisch bewerten. Ja, das liegt mir völlig fern. Aber sagen wir es mal so, man hat da zugeguckt und sich gedacht, ja, nett, nett die Pink. Ja, das war völlig... Die war halt einfach in sich und authentisch und total in Ordnung. So jemand hätte man einfach gerne als Freundin, als jemand, dem man dann ja einfach weiß, wenn es einem nicht gut geht und dass man sich dann mal da anrufen kann oder mal sagen kann, hey du, hör zu, so und so. Also so ging es mir zumindest. Janine Pink, schwer in Ordnung. Ihr hätte ich den Sieg auch gegönnt und tatsächlich war sie ja der Sache gar nicht so fern. Aber, ja, was soll ich sagen? Hat halt nicht gereicht. Dann haben wir noch den Mangiapane. Ja, der Herr Mangiapane ist... was sage ich jetzt da? Also, tatsächlich ist er ja authentisch. Das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Sprich, er hat sich genau so viel aufgeregt in der Sendung, wie ich es von ihm erwartet habe. Ich kenne ihn ja jetzt nicht so viel, außer aus dieser Tester-Sendung, die er da noch hat. Weiß ich ja, er ist auf jeden Fall präsent im Fernsehen und er bringt ja auch alles mit, was man so braucht fürs Fernsehen. Ja? Also allein, dass ich heute hier über ihn spreche, zeigt ja schon, dass er durchaus das Potenzial hat, da ja auffällig zu sein, herauszustechen aus der Masse und einfach auch eine gute Show zu liefern. Und das hat er gemacht. Das kann ich ihm nicht absprechen. Dass es dann hier und da ein bisschen over the top war, ich glaube, das weiß er selbst. In einer ruhigen Minute würde er das wohl wahrscheinlich auch zugeben. Ja, was soll ich sagen? Dieses Fraternisieren hier und da mit Desiree Nick, die ja auch durchaus eine etwas schwierige Präsenz hatte in der Show. Das hat ihm natürlich nicht geholfen und auch sonst waren da halt schon, also diese ganzen Lästereien und so, also das muss man schon mögen. Das ist schon speziell. Aber gut, so ist es halt. Ich finde, er ist so geblieben, wie er war. Er hat sich zumindest nicht verstellt oder ich denke, dass der wirklich so ist. Ich kaufe ihm das zu 100% ab. Ob ich das jetzt immer so gut finde oder nicht, das ist ja wieder auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, aber ja, was soll's. So ist es halt. So, und dann haben wir ja noch, wen hatten wir denn noch? Ja, den Herrn Schill. Den hatte ich ja ehrlicherweise schon komplett verdrängt aus meiner B-Promi-Schublade. Ja, was soll ich jetzt über ihn sagen? Eigentlich ja sehr integer, aber wenn man so sieht, was er so alles ausgeplaudert hat, dann muss ich schon wieder daran zweifeln. Weil irgendwie war das schon, also auch er ein Stück weit noch ziemlich manipulativ. Ich meine das jetzt gar nicht negativ, weil tatsächlich hat er sich ja auch ein Stück weit nur einen Spaß draus gemacht. Jetzt kann man natürlich über die Art des Humors köstlich diskutieren, aber im Großen und Ganzen war das
schon sehr interessant, wie er dann auch Gespräche so angestachelt hat. Ja, das meine ich mit manipulativ. Also er hatte ja ein echtes Vergnügen daran zu sehen, wenn mehrere Leute da aufeinander losgehen. Das ist ja schon unheimlich interessant für einen ehemaligen Richter. Na, also interessant, wirklich, wirklich sehr interessant. Also für einen Juristen hat er sich auf sehr spezielle Art und Weise dargestellt, fand jetzt ich. Aber auf der anderen Seite steht es ihm natürlich, sich völlig frei, sich darzustellen, wie immer er will. Und er wird, ihm traue ich zu, dass er noch mit am meisten sich seiner Worte bewusst war. Also er hat nicht nur einfach vor sich her gebabbelt und dann nachher bereut er die Hälfte von dem, was er gesagt hat. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er sich absolut im Klaren darüber ist, was er gesagt hat, welche Wirkung das hat, zum Beispiel bei mir oder bei anderen. Und dementsprechend glaube ich, dass er auch komplett in sich ruht mit allen Worten und Taten, die er so von sich gegeben hat. Insofern, ja, denke ich mal, dass er da ganz, ganz in sich ruht. Ich habe übrigens gerade die Ausfahrt verpasst. Da sieht man auch mal wieder, dass Autofahren und zu viel reden ist schwierig. Ist schwierig. Aber gut, sei es drum, auf jeden Fall habe ich die Ausfahrt verpasst. Ich werde einfach die nächste nehmen und hoffen, dass ich da es besser mache. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Muss ich hier raus? Ja, muss ich. Ich will jetzt nicht nochmal die Ausfahrt verpassen. Das wäre jetzt schon mal ganz besonders doof. Hier und dann aber geradeaus. So, jetzt muss ich mich ganz kurz mal konzentrieren. Nicht, dass das jetzt hier auf dem Autobahnkreuz irgendwie so richtig schief geht. Also, ich sortiere mich hier ein. Und dann düse ich hier rauf. Ja, der Herr Schill, der Herr Schill. Auch diese Story, was er von sich gegeben hat, von wegen, dass er so, also nicht jeden Tag, aber doch zumindest jede Woche irgendwie eine neue hatte, die er dann ins Rathaus geschleppt hat, um sie dort dann, ja, ganz knallhart gesagt, innerhalb des Rathausgebäudes zu pimpern. Irgendwie empfinde ich das zumindest nachträglich als unheimlich schwer zu verdauen. Aber es ist ehrlich. Na gut, sei es wie es will, auf jeden Fall. Dann muss ich hier noch kurz konzentrieren, ich will ja geradeaus. So, auf jeden Fall war das alles schon ziemlich interessant. Ja, wen hatten wir noch? Ja, Frau Nick. Desiree Nick war ja schon sehr, sehr speziell. Bei ihr finde ich es halt deswegen so komisch, weil eigentlich ist es ja wie folgt. Ich persönlich kannte die Desiree Nick lange Zeit überhaupt gar nicht. So. Zum ersten Mal wahrgenommen habe ich die so vor 15 Jahren, so in etwa. Da ist die mir zum ersten Mal richtig aufgefallen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Format. War es das Dschungelcamp oder war es irgendwas anderes? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie erst damals auf mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und jetzt kommt das Entscheidende, ich fand sie damals sehr nett. Also sehr nett, sehr eloquent. Natürlich ein Stück weit wie die Rolle, die sie halt auch verkörpert, weil das da natürlich ein Stück weit schauspielerisches Talent im Alltag mit verbaut wurde. Das ist ja offensichtlich. Aber um ehrlich zu sein, ist sie mir jetzt in dieser Staffel von Promis unter Palmen relativ negativ aufgefallen. Also das war mir zu viel. Das war zu laut. Es war zu penetrant auch. Nichts gegen sie als Künstlerin, weil ich glaube, dass die schon was drauf hat. Die
kann schon was. Das ist natürlich ein sehr spezielles Genre, das sie bedient, aber sie hat da ihre Nische gefunden und ich finde, da passt sie perfekt rein. Das ist genau ihr Ding. Aber ich muss zugeben, wo muss ich denn hier hin? Aber ich muss zugeben, mir hat es schon ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, wie sie sich so insgesamt verhalten hat. Ja. Und dann natürlich insbesondere das Auftreten gegenüber der Oberts war natürlich schon echt, echt schwierig. Fand ich schon schwierig. Ja gut. Und damit sind wir jetzt auch schon kurz vorm Ziel und auch kurz vor dem Ende meiner Erläuterung, denn ich glaube, ich habe niemand vergessen, außer die Frau Oberts. Und sie ist natürlich ein Stück weit so ein bisschen die tragische Figur von dem Ganzen, weil ihr hat man ja schon echt ein bisschen übel mitgespielt. Und ich muss sagen, die Art, wie sie sich verabschiedet hat, das war wirklich perfekt. Also ich fand es echt toll, dass sie einfach so ihre Koffer gepackt hat und dann gegangen ist. Fand ich geil. Fand ich richtig gut. Also, klar tat sie mir leid, aber da hat sie ja Tobi auch ein bisschen geholfen oder versucht, ihr zumindest beizustehen. Und so gesehen fand ich das, sie war so die heimliche Gewinnerin von dem Ganzen. Ich glaube, es wird sich auch in ihren Werbeaufträgen niederschlagen. So, meine Lieben, 6615 hätte ich verdienen können. Leider habe ich ein Ticket eingefahren. Bin auch kurz vor Level 7, das ist gar nicht schlecht. Und 69.733, da? Das ist doch schon fast eine Punktlandung. Nächstes Mal werde ich versuchen, wieder ein bisschen Geld zu ergattern. Und in der nächsten Ausgabe, die auch ausnahmsweise direkt morgen ausgestrahlt wird, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal, da wird es dann gehen um The Masked. The Masked? Spricht man das so aus? Okay, der maskierte Sänger. Darum geht's. Denn auch das endete ja in der letzten Woche und auch dazu habe ich eine Meinung und ich würde mich freuen, wenn auch du wieder morgen mit dabei bist. Und natürlich freue ich mich jetzt auf Kommentare zu allem eben Gesagten. Dann könnte ich nämlich unter Umständen gegebenenfalls darauf antworten. Ich würde mich sehr freuen. Über ein Abo freue ich mich natürlich immer. Und in diesem Sinne sage ich nur eins. Ich bin Captain Bam. Ihr seid die Besten. Bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao. We'll be right back.